Yay, Level 10. Kannst du irgendwas Neues jetzt? Nein. Noch ein Taubsi. Ich bin so froh, wenn es nicht irgendwas Höheres als Level 7 kommt, weil dann denke ich mir, ach komm, hättest du doch mal nochmal abgewartet. Aber ich glaube, mit dem Level 7 Taubsi haben wir einen ganz guten Fang gemacht. Ach, Sandwirbel. Fick. Er ging daneben. Ja, mach nochmal. Das Lustige ist, dass es dann immer wieder funktioniert, wenn ich es nochmal mache. Obwohl ich dann schon zweimal Sand in den Augen habe. In Algen. Nidoran weiblich. Ach, ich wollte es ja immer warten. Aber wie gesagt, hier sind ja halt immer nur die gleichen Pokémon. Gibt es eigentlich so Items, womit man über eine gewisse Zeit die EP erhöhen kann? Also ich weiß, dass es... Oh, da war nicht viel abgezogen. Dass es Items gibt, wo man sich schwache Pokémon von sich abhalten kann. Das weiß ich, dass es das gibt. Aber ich weiß es nicht, ob es das in dem Teil hier schon gibt. Aber ich weiß, dass es so Items gibt. Punkt. So, was haben wir jetzt? Ein Taubsi. Ich habe auch früher, hat bestimmt jeder von euch gemacht, die so in meinem Alter sind, Pokémon-Sticker gesammelt. So, bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Fuck. Safcon. Ja, Pokémon-Sticker. Super Safcon. Schnell. So. Machen wir jetzt einfach mit Safcon weiter. Ja. Und wir haben da, glaube ich, nur ein paar Sticker haben mir da wirklich nur gefehlt. Und ich habe das früher mal so gemacht, wir sind dann in diesen Schreibwarenladen gefahren. Wenn ich zum Beispiel gute Noten hatte oder so, dann ist dann meine Mama mit mir in den Schreibwarenladen gefahren. Und dann durfte ich mir ein paar Pokémon-Sticker kaufen. Und dann saßen wir echt dann am Esstisch zusammen nach den Hausaufgaben irgendwie, haben dann die Sticker ausgepackt und dieser Geruch von diesen Stickertütchen, so geil! Ich liebe diesen Geruch. Und da waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da drin waren. 5 oder so, 5 Sticker, glaube ich. Für 50 Cent, Pfennig, whatever. Ich weiß nicht mehr, wie viel, wann das ungefähr war. Ach Mann, jetzt mach doch mal den Kack. Kann doch nicht sein. So, jetzt macht das tot. Dankeschön. Jetzt gehen wir erstmal wieder in Pokécenter. Also hier dieses Blau-Grau gefällt mir irgendwie immer noch am besten. Bisher. Ich bin gespannt, was... Gefand. Elefant. Ich bin mal gespannt, was hier noch so für... Sachen kommen. Also für Farben. Nehme ich überhaupt auf? Fragezeichen, weil da läuft irgendwie keine Zeit... Aber da läuft Zeit, das ist schön. Ich bin schon... Oh Gott. Schon über eine halbe Stunde am Aufnehmen, ey. Ja, ja. Ich komme jederzeit wieder vorbei. So, dann können wir jetzt ja mit... Alex weitermachen. Ein Radfratz. Ach, Level 3. Na gut. Entwickelt sich jedes Pokémon bei Level 12? Oder gibt es so ein Level 12, ist das so eine bestimmte Level-Dings, wo irgendwas erlernt wird?
Obwohl, nee, mein Safkorn hat sich auch nicht bei Level 12 entwickelt. Das war schon vorher. Beziehungsweise mein Raupi. Ich freue mich schon so auf mein Sichlor, was ich vielleicht irgendwann mal haben werde. Ist irgendwie in so einer Safari-Zone oder so. Whatever this is, keine Ahnung. Ein Nidoran weiblich. Ja. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Weil das Lustige ist halt, dass das Nidoran weiblich blau ist und das Nidoran männlich lila ist. Und normalerweise ist man das ja genau andersrum gewohnt. Und dann haben wir in der Schule immer Pokémon-Sticker getauscht und so. Da ging dann zum Beispiel so ein Glitzerner gegen einen anderen Glitzernen. Oder zwei normale gegen einen Glitzernen und all so Kram. Und ja. Die von diesem, da war ja noch so ein Poster drin, wo man auch Sticker aufkleben konnte mit Team Rocket, glaube ich, und so. Beziehungsweise die ganzen Personen waren da, glaube ich, drauf. Alex ist übrigens Level 11. Die waren, glaube ich, sehr beliebt. Ja. Was auch noch bei mir in der Grundschule war, war Beyblade. Habe ich heute übrigens wieder ein Video, wurde mir vorgeschlagen. Für irgend so, weiß ich nicht, heftigen Beyblades, die echtes Metall, ja. Nee, die Metall dran hatten und sowas, so richtig übelst heftige, die halt so gemoddet haben. Und dann halt mit irgend so Startern, die 9000 oder 20.000 war das, glaube ich, 20.000 Umdrehungen pro Minute oder so. Voll, weiß ich nicht, total übertrieben. Ja, wir haben das damals in der Grundschule, haben wir das mit einem Schuhkarton gemacht. Auf der Tischtennisplatte. Und, ja, ich glaube, die Beyblades haben, glaube ich, 3 Euro gekostet oder so. Und das war halt schon, ja gut, als Grundschüler hat man nicht so viel Geld gehabt. Aber wir haben das echt so gemacht, dass die Person, die verloren hat, musste das Beyblade an den Gewinner abgeben. Ich mochte das nicht so gerne. Aber es war halt immer noch so ein Nervenkitzel dabei. Aber ich glaube, ich habe meine alle verspielt, die ich hatte. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Stück. Und da sind auch ganz, diese Starter sind auch ganz oft abgerissen, weil es halt einfach mega billiges Plastik ist. Und Yu-Gi-Oh! Haben wir auch gespielt in der Realschule, war das, glaube ich. Auf dem Flur morgens, als die Lehrer noch nicht da waren. Oder in den Pausen draußen. Das waren noch Zeiten. Warum komme ich jetzt eigentlich nur so Level 4 Kacke? Ja, mach du mal deinen Routenschlag. So. Was los, Alex? Mach mal Level 12. Müsste aber auch nicht mehr so lange dauern, glaube ich. Weil dann fehlt uns ja nur noch das Afcon. Ich finde das schon echt heftig, dass man direkt hier als ersten Orden irgendwie Stein-Pokémon hat. Weil mit dem Starter, das man hat, ist das halt mega kacke. Ich meine, bei Gold wäre das nicht... Ja gut, ich habe immer Kanimani genommen, aber... Mit Kanimani war man ja immer super. Und hier musst du wirklich dafür trainieren, dass du Rocco besiegst. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Arena-Leitern ist. Ich kann mich, wie gesagt, halt an kaum noch was erinnern. War zweite Arena-Leiter nicht Misty? Also Wasser-Pokémon? Und da sind wir ja mit Pikachu super dran, also... Ja, mach du mal deinen Rückenschlag, ey. Yay, Level 12.
Kriegst du noch irgendeine Attacke? Entwickelst du dich? Doppelkick. Hey! Nice. So, dann können wir jetzt wieder wechseln. Dann machen wir nämlich Safcon an die Stelle von Alex. Und dann wird Safcon jetzt noch gelevelt, 3 Level. Wobei ich glaube, bis Level 10 dauert das nicht mehr lange. Und ich hoffe, dass es sich einfach in Smetbo entwickelt. Oder Konfusion, war das das? Es hört sich so psychisch an irgendwie. Und dann können wir ja nochmal probieren, Marokko zu besiegen. Marokko. Ein Nidoran weiblich. Ja. Ich bin mir dann immer noch unsicher. Was kriegen wir dann von dem für ein TM? Also ich meine, wir kriegen von jedem Arena-Leiter noch ein TM. Ich weiß es nicht. Stärke? Aber Stärke würde jetzt keinen Sinn machen. Ich würde halt wirklich gern Zerschneider oder so haben. Falls das hier überhaupt Zerschneider heißt, weil ich meine, das heißt hier anders als in der zweiten Gen. Gen. So, jetzt sind wir mal hinüber, ne? Ja. Also hier gibt es anscheinend Nidorans, Taubsis, Radfratze. Ich glaube, das war's. Raupis vielleicht noch. Habe ich Raupi schon gesagt? Ich habe das irgendwie so im Kopf schon. So, ein Pokémon können wir jetzt gleich noch hinüber machen. Dann möchte ich aber gerne wieder in den Pokesender. Zum Aufladen. Ein Nidoran weiblich. Level 4. Aber wir können, wir haben halt wirklich nur Tackle, womit wir irgendwie Schaden machen können. Ja, Heuler ist okay. Ah, das tut den Angriff senken. Habe ich jetzt gerade mal gelesen. Deswegen haben wir eben auch nur so wenig abgezogen. Oh, Volltreffer, sehr nice. Ah, einmal noch. Sehr schön. So. Immer noch kein Level up. Können ja auch gleich mal gucken, wie viel da noch fehlt. Aber ich schätze, es wird nur noch ein Kampf sein. Ein Kampf. Nicht mit M. Heilen. Ja, ja, ja. Wir haben schon 4 Stück. Aber ich habe ja gesagt, dass ich alle Pokémon, also viele Pokémon, so viele wie möglich sammeln wollte. Kriege ich aber keine Erfahrungspunkte für. Und ich glaube, ich habe da jetzt noch nicht genug Cash. Weil sonst hätte ich nämlich schon einen Radfratz gefangen. Nidoran weiblich. Was haben wir denn noch gehabt? Ein Habitak. Aber ich habe da, glaube ich, bisher erst nur eins gesehen oder so. Sind die so selten? Oder ist das hier jetzt einfach nicht die Stelle, wo die sind? Na, na, na.
Ach, immer noch kein Level up. Was ist da los, Safcon?